Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute eine mega schöne Karte zeigen, die auch einen besonderen Mechanismus innen drin hat und die ihr super für alle möglichen Sachen anwenden könnt oder basteln könnt. Ich zeige euch einfach mal, was die Karte kann. Ich fange jetzt mal mit dieser an. Das wäre jetzt eher eine Glückwunschkarte zum Geburtstag zum Beispiel. Die hat hier also so eine Banderole außenrum. Und wenn man die Karte aufklappt, dann hat die so einen Pop-up-Mechanismus und stellt sich so ein bisschen vor. Seht ihr das gut? Also das macht sich richtig gut, ist ein cooler Effekt. Und ich finde, ihr könnt diese Karte super auch als Album zum Beispiel benutzen, als kleines Mini-Album oder für eine Dankeskarte, weil ihr könntet ihr auch super Fotos unterbringen. Also locker 3, sogar hier noch 2. Also ihr könntet hier ein kleines Mini-Album draus machen und das zum Beispiel für eine Freundin basteln oder als Dankeskarte zum Beispiel für Babykarten, Hochzeitskarten, also da gibt es ja genügend Möglichkeiten, wo man mal was unterbringen möchte. Ihr könnt es natürlich auch zum Geburtstag machen und das jetzt in diesem Fall so gestalten. In meinem Fall heißt es ein bisschen anderes, ein anderer Hintergrund mit den 100.000, aber das könnte man auch machen, dass man hier so große Zahlen drauf macht. Zum Beispiel jetzt mal zum 80., 60., egal welcher Geburtstag. Das ist jetzt bei mir für ein Teammitglied eine Karte, die hat einen tollen Umsatz erreicht und bekommt von mir so eine Karte. Also das wäre auch eine Idee, dass ihr da Zahlen drauf macht oder wie gesagt einfach Fotos. Oder natürlich, ihr dekoriert die Karte mit ganz vielen Sprüchen und Grüßen aus. Wäre auch super, wenn ihr viele Unterschriften habt oder viele Leute, die bei einem Geschenk mitmachen. Dann hättet ihr auch viel Platz für Sachen zum Schreiben, Texte oder ihr macht eine Eintrittskarte rein oder so. Also das, wenn ihr auf einem Konzert wart, egal was, da kann man auf jeden Fall ganz schön viel mit dieser Karte machen. Und wie das Ganze jetzt geht, zeige ich euch im Video. Und ich blende euch jetzt ein, wo ich dieses Video gesehen habe, also diese Kartenanleitung. Dieses Video ist aber sehr kurz und ich habe mich schwer getan, man muss das immer wieder anschauen, weil das alles so schnell geht und ich mache es jetzt hier sehr ausführlich. Aber schaut gerne auf diesem Kanal mal vorbei, ich kann nur das nicht richtig aussprechen. Okay, dann starten wir jetzt mal, was ihr alles braucht. An Material habe ich jetzt Anthrazit als Grundfarbe benutzt. Das wären die Bestellnummern für die Farbkartone. Und ich nehme Grundweiß zum Beschriften und als Deko und so weiter. Und ich habe mir jetzt noch ein Designerpapier rausgesucht. Das hat jetzt einfach so Werkzeuge drauf gehabt, die habe ich ausgeschnitten. Und auch dieses Papier, das ist noch von der Celebration. Nehmt einfach, was ihr da wollt und was zu eurem Thema passt sozusagen. Ich würde euch alle Maße in die Infobox schreiben oder hier nochmal daneben, weil das sehr viele Sachen sind. Genau. Und ich sage es dann immer, wenn wir es verwenden, dazu, was ich jetzt gerade von der Größe benutze. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Grundkarte. Die ist jetzt bei mir in Anthrazitgrau. Ich will jetzt mal diese ganzen Kleinteile und Dekosachen ein bisschen auf die Seite legen. Und zwar hat meine Grundkarte das Maß 24 cm. Mal 16 cm und ich habe es gefalzt in der Mitte bei 12 cm. Dann hat man einfach eine Klappkarte. Und mit dem fange ich jetzt an und klebe mir 2 Designerpapiere auf. In meinem Fall habe ich die jetzt noch gemattet mit diesem Weißen, weil ich fand die Grundkarte sonst ein bisschen dunkel. Das müsst ihr nicht machen, habe ich bei meiner anderen Karte auch nicht gemacht. Wenn ihr es matten wollt, so wie ich mit diesem weißen Hintergrund, wären das 15,5 cm das weiße Papier mal 11,4 cm und das kleine Papier hätte jetzt in meinem Fall 15 cm mal 11 cm. Wenn ihr das einfach nicht macht, also nicht diese weiße Mattung hinmacht, dann habt ihr 15,5 mal 11,5 cm als Designerpapier und das bräuchtet ihr zweimal. Ich habe das Ganze jetzt schon aufeinander geklebt, also das Designerpapier auf den weißen Farbkarton. Ich mache das einfach mit Flüssigkleber. Und klebe mir jetzt diese ganze Deko einmal vorne drauf auf meine Karte. Und wenn ich die Karte aufmache, auch noch einmal innen rein und zwar hier oben hin. Da habt ihr dann noch so einen leichten Rand und ich finde, das sieht ganz gut aus, wenn es eben noch so ein bisschen mit Weiß hinterlegt ist. Das ist so unser Schritt 1, dann haben wir schon ein bisschen Papier vom Tisch. Jetzt legen wir uns die Karte nochmal auf die Seite und machen jetzt als erstes mal den Mechanismus. Und dazu brauche ich 2 Bögen. Diese beiden Bögen haben das Maß 12 cm mal 4 cm. Und ich nehme jetzt beide und falze mir die einmal in der Mitte, an der kurzen Seite,
bei 2 cm. Das heißt, ich lege mir das hier genau bei 2 cm rechts und links an und falze mir das einmal in der Mitte. Und dann mache ich mir eine Markierung bei der langen Seite, hier oben bei 4 cm. Das könntet ihr mit Bleistift machen. Ich mache es auch einfach mit dem Falzbrett. Das heißt, ich mache mir hier unten so eine kleine Markierung und hier oben, ich zeige euch das gleich nach, ich hoffe, das sieht man einigermaßen. Ja, seht ihr das? Also bei 4 cm von außen hier und hier oben. Und jetzt verbinde ich mir diese Falzlinie mit meiner Ecke hier außen und diese kleine Falzmarkierung bis hier zu dieser Ecke. Und das finde ich, kann man auch ganz super hier im Papierschneider machen. Lege ich mir also genau die Spitze in meine Führungsschiene vom Papierschneider und diese Markierung. Falze mir das einmal kräftig und mache es andersrum genauso nochmal. Auch wieder die Markierung auf die Rille legen und dann habe ich hier so ein, ich falze das mal kurz zusammen, dann sieht man die Falzlinien vielleicht noch ein bisschen besser. Dann sieht das Ganze so aus. Hat man vorne wie so einen kleinen Stern und in der Mitte eben gefalzt. Und das mache ich mit dem zweiten ganz genauso. Machen wir es nochmal zusammen. Das heißt, ich mache bei 2 cm mehr mittig eine schöne Falzlinie. Und dann mache ich mir nochmal eine Markierung bei 4 cm an der langen Seite oben und unten. Und von der Markierung zu den jeweiligen Außenspitzen nochmal eine schöne Falzung. So. Jetzt habe ich zwei Teile, die genau gleich aussehen. Und dann falze ich mir einfach alle Falzlinien einmal nochmal richtig gut nach. Und hier könntet ihr auch nochmal überprüfen, wenn ihr euch das so aufeinander legt, ob das einen minimalen Rand hat. Und wenn das so einen kleinen Rand hat, dann könntet ihr euch den jetzt nochmal kurz wegschneiden, dass das wirklich ganz ordentlich ist. Auf der anderen Seite passt es und wenn ich es einmal komplett aufeinander lege, habe ich auch noch so einen minimalen Rand, den kann ich mir auch noch wegschneiden. Und jetzt schneidet ihr euch von diesen beiden Teilen jeweils eine Ecke ab sozusagen. Das heißt, wenn ich mir die jetzt einfach gleich hinlege, so, also hier ist dieses Kreuz, dann schneide ich mir bei dem einen Teil diesen unteren Bereich weg und bei dem anderen Teil diesen oberen Bereich. Ich halte euch das vielleicht nochmal kurz nach, dass ihr das auch genau seht, weil grau auf grau sieht man ein bisschen schlecht. Und ich schneide es auch, dann sieht man es noch ein bisschen besser. Das heißt, ich mache hier einfach diese zwei Dreiecke unterhalb weg. Dann sieht das Ganze so aus. Und beim anderen mache ich es genauso, nur dass ich eben die oberen Dreiecke, die zwei, wegschneide. Das ist auch ganz einfach dann für euch zur Orientierung. Dann sieht das Ganze so aus. Und wenn man das dann so nebeneinander legt, sieht man das ganz gut. Und hier seht ihr, mir ist gerade ein Fehler passiert. Den musste ich jetzt nochmal ausmerzen, also nicht wundern und irritieren lassen. Ihr müsst jetzt eure beiden zugeschnittenen Laschen hier rechts und links richtig hinlegen, damit ihr wisst, welches auf welche Seite kommt. Also schaut euch einfach genau an, wie das bei mir hier liegt. Ich habe hier oben dieses kleine Dreieck, dann das größere und dieser Bereich ist auf der rechten Seite ausgeschnitten und das andere kommt genau auf die andere Seite. Und jetzt mache ich auf diese Seite hier Kleber und klebe mir das Ganze hier an. Und zwar, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich da eben den Kleber schon dran hatte. Ihr solltet hier am besten einen starken Kleber benutzen und das schön flächig machen hier, weil das ist natürlich unser Mechanismus und der muss ein bisschen halten. Also ich mache mir jetzt auf diese kleine abgeschrägte Lasche den Kleber und klebe mir das Ganze jetzt hier an. Und zwar orientiere ich mich daran, dass dieser Streifen genau auf meiner Außenkante hier liegt und dass diese Spitze von diesem, wie ein Pfeil, den wir uns dazu geschnitten haben, dass der an meine Falzlinie hier ankommt. Seht ihr das? Also hier, das kommt ziemlich gut hier an die Falzlinie hin. Und hier außen ist es auch schön gerade anklebt.
Also so wird das Ganze hingeklebt. Dann liegt mir die Lasche jetzt so, dass ich ja hier oben noch dieses kleine Dreieck habe. Und auf das muss auch nochmal Kleber drauf. Also wenn ihr das so flach und ausgestreckt hinlegt, dann seht ihr an diesem kleinen Dreieck hier oben, kommt Kleber hin. Die Lasche wird dann so eingeschlagen und auch nochmal hier komplett an den Rand geklebt. Ich drücke das einmal kurz an, dass es gescheit hebt. Und dann zeige ich euch das nochmal. Jetzt sieht das Ganze so aus. Also wir haben jetzt hier nur noch das große Dreieck. Und hier, bei mir sieht man jetzt leider, dass da Kleber war. Das muss ich noch irgendwie wegkriegen. Ich habe es gerade einfach falsch hingelegt. Und wir machen es jetzt auf der anderen Seite nochmal zusammen. Und da zeige ich es euch nochmal ganz genau. Hier liegt da jetzt meine andere Lasche. Und da kommt wieder der Kleber hier auf diese ganze Fläche drauf. Dann knicke ich es mir wieder ein und klebe es mir hier an die Außenseite hin. Und ich orientiere mich hier mit dieser Spitze an dieser Falzlinie. Also wenn ihr jetzt hier diese, wie so eine Art kleiner Pfeil, wenn man das als Pfeil sieht, dann müsst ihr euch daran orientieren, dass die Spitze wirklich an die Falzlinie hinkommt. Und wenn wir das als kleinen Pfeil sehen, dieses Dreieck, dann ist eben diese Spitze ziemlich nah an unserer Falzlinie. Machen wir es nochmal zusammen. Das heißt, ich mache hier wieder schön flächig einen starken Kleber drauf. Auf diese abgeschrägte Lasche und klebe mir das jetzt hier wieder ganz schön an den Rand und von der Höhe orientiere ich mich an meiner Falzlinie mit dieser Spitze von diesem Dreieck. Dann klebt es so und dann mache ich in diesem flachen Zustand auf das kleine Dreieck oben drauf noch mal einen Kleber. Und dann klappe ich mir das so ein bisschen nach hinten. Und klebe mir das auch noch einmal schön bündig hier an. Gebt dem Ganzen ruhig die Zeit, die es braucht, um wirklich festzukleben. Weil es ist eben hier oben nur in dieser kleinen Lasche befestigt und es soll gut kleben. Und wenn euch auch mal so ein Klebeunfall passiert wie jetzt mir, ich habe das jetzt ganz gut wegbekommen mit so einem Klebemittelradierer, falls ihr sowas irgendwo auftreiben könnt. Ich finde, das ist echt praktisch und das sieht man jetzt wirklich wesentlich weniger als vorher. Okay, jetzt können wir das erstmal so ein bisschen noch fest werden lassen, könnt euch was Schweres draufstellen und wir machen jetzt einfach weiter mit dem nächsten Teil, mit dem nächsten Mechanismus. Und dazu braucht ihr 4 Streifen und zwar habe ich hier 2 lange Streifen, die haben das Maß 12 cm mal 2 cm und ich habe die schon gefalzt an der langen Seite bei 2 und bei 10 cm. Ich weiß nicht genau, ob ihr das erkennen könnt, ich knicke mal die Falzlinien einmal ein. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt es gleich in einem machen, wenn ihr das Ganze 12 mal 4 cm macht und dann einmal falzt bei 2 und bei 10 cm und dann auseinanderschneidet bei 2 cm, habt ihr die 2 Streifen schon beide gefalzt. Aber wenn ihr es auseinandergeschnitten habt, dann geht es genauso schnell. Also so viel um ist dann nicht. Also gut, wir haben 2 Streifen, 12 mal 2 cm gefalzt an der langen Seite, jeweils bei 2 und bei 10 cm und dann habe ich noch hier 2 kürzere Streifen. Die haben auch das Maß 2 cm und sind 8 cm lang. Und die passen jetzt hier als Befestigung und Verstärkung genau dazwischen, zwischen diese Falzlinien. Und die klebe ich mir jetzt da auch gleich ein. Also ich mache mir die einfach hier so zwischen die Falzlinien rein. Möglicherweise müsst ihr euch da am Rand noch einen Millimeter abkürzen, dass es auch wirklich genau dazwischen reinpasst, zwischen diese Falzlinien. Je nachdem, wie dick die sind, wie die auftragen. Aber ihr habt euch jetzt eben hier 2 so etwas verstärkte Streifen aufgeklebt. Also die habe ich einfach auf die Oberseite gemacht, wenn man das so hochfalzt, hier genau dazwischen. Das ist so ein Teil vom Mechanismus und den kleben wir uns jetzt auch an. Und zwar machen wir das Ganze so, wenn wir uns jetzt die Karte hier anschauen, mache ich mir jetzt eine kleine Markierung hin, wo ich das anklebe. Und zwar von hier oben, von meiner Falzlinie bis hier runter, markiere ich mir einen Punkt bei 4 cm. Und da klebe ich das ungefähr hin. Also ich mache mir da bei beiden Seiten einfach bei 4 cm so eine kleine Markierung. Muss nicht mal am Rand sein, einfach, dass man da weiß, wo man das ungefähr gleichmäßig hinklebt. Und jetzt lasse ich die so liegen, dass diese Falzlinien so nach oben stehen und klebe mir das so auf. Und hier ist mir auch aufgefallen,
Manchmal ist es gut, wenn man diese Ecken noch ein kleines bisschen kürzt, weil wir hier von dieser Innenteil auch noch so eine Faltlinie haben, dass das später nicht an der Seite raussteht. Das müsst ihr vielleicht nicht machen, aber ich mache das, weil bei einer Karte steht es mir an der Seite ein bisschen über. Das heißt, ich kürze mir diesen Streifen, den ich jetzt dahin klebe, einfach nochmal um einen Millimeter oder so ab, damit der nachher dann nicht an der Karte raussteht. Da kommt dann jetzt nochmal schön Kleber drauf, also hier auf diese Lasche, die Laschen zeigen nach oben. Und dann klebe ich mir das an meine Markierung ungefähr hin, bei 4 cm und habe das dann nachher nicht mehr an der Seite rausstehen. Und auf dem anderen mache ich es genauso, also auch die Kleber, diese Klebelasche, die ich jetzt da hinklebe, kürze ich mir um einen Millimeter ungefähr ab. Mache mir da auf diese Rückseite, wenn ich das so hochklappe, den Kleber drauf und klebe mir das wieder an meine Markierung hin bei 4 cm. Und auch hier, wenn ich das dann so einknicke, schaue ich, dass mir da am Rand nichts raussteht. Das ist so ein bisschen eine Orientierung, dass euch da nichts drüber rausgeht. Genau. Jetzt ist dieser Teil beendet und wir machen weiter mit dem zweiten Mechanismusteil. Und zwar haben wir jetzt hier noch zwei Bögen. Die haben jetzt das Maß 18 x 8 cm und die falze ich mir jeweils bei 10 cm. Einmal an der langen Seite. Könntet ihr auch andersrum schneiden und dann erst falzen und dann auseinander schneiden, aber so geht es natürlich auch. Jetzt falze ich mir einmal kurz nach. Und da drauf kommt jetzt Designerpapier. Ich habe mir jetzt hier zwei Designerpapiere ausgesucht, die Vorder- und Rückseite ganz passend hatten. Also auf der Vorderseite ist es ein bisschen belebter und auf der Rückseite ein bisschen dezenter. Da könnt ihr schauen, was ihr für ein Papier nehmt. Ihr könntet aber auch hier dieses größere Element zum Beispiel mit weißem Papier versehen, also mit einer weißen Auflage. Dann könntet ihr hier die Karte auch beschriften und dann bräuchtet ihr da oder ihr macht da noch ein Etikett drauf oder so. Das liegt ganz an eurer Gestaltung, aber wenn ihr viel schreiben wollt, könntet ihr das natürlich auch in weiß machen, dann könntet ihr das beschriften. Und die Maße von diesem Designerpapier ist, ihr habt zwei Papiere, das ist jetzt bei mir dieses graue Papier mit 9,5 x 7,5 cm und die beiden kleinen haben das Maß 7,5 x 7,5 cm. Beides hier zweimal und beides könnt ihr euch jetzt hier einfach auf diese Mechanismus aufkleben. Wenn ihr einen Verlauf habt, müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass ihr die gleich klebt. So wie bei mir. Also bei mir liegen diese Schraubenschlüssel jetzt so und dann klebe ich sie beide gleich rum auf. Das passt dann auch eben zu meiner Oberseite von meiner Grundkarte. Da liegen die auch so quer. Die liegen alle so. Deswegen mache ich das natürlich jetzt hier auch so und nicht so. Genau, und diese beiden Mechanismen, die kleben wir uns jetzt auch in die Grundkarte ein. So, und jetzt nehmen wir wieder unsere Grundkarte und kleben uns diese beiden Mechanismusteile noch da drauf. Und zwar legt ihr euch das jetzt so hin, dass diese kleineren Teile zur Mitte der Karte zeigen und diese längeren liegen nach außen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt einfach mal die Karte so flach hinlegen, dass diese Streifen ganz flach liegen. Also wir kleben uns die jetzt auf die Oberseite von der Lasche. Und dann könntet ihr euch das hier mal so auflegen, dass dieses Teil hier wirklich genau anliegt. Also diese ganze Lasche, dass die hier schön mit der Kante hier unten an der Kante anliegt. Und ich halte mir das einfach einmal kurz drauf, markiere mir hier oben die Stelle ein bisschen mit dem Finger und weiß dann, wie weit mein Kleber hochgehen darf, dass der da nicht drüber rausgeht. Auch wieder schön flächig verteilen und einmal halten und dann hier vorsichtig einmal auf diese flache Lasche aufkleben. Und wenn ihr euch das ein bisschen angehalten habt, dann, das ist ein bisschen schwierig zum Zeigen, dann nehmt ihr euch diese Lasche und klickt euch die so ein und macht da noch Kleber drauf. Also ihr habt diese Lasche normal so flach dran liegen und die klappt ihr euch ein, nehmt den Kleber, macht hier noch ein bisschen Kleber drauf und lasst die so liegen und klappt euch dann nur diese Karte hier einfach gerade runter. Einmal fest draufdrücken
ein bisschen halten, dass es gut angeklebt ist. Und so machen wir es jetzt auch auf der anderen Seite. Also ich lege mir das Flache jetzt wieder einmal so an. Also die Lasche flach machen meine ich damit. Und dass sie unten gut anlegen, mir meine Markierung setzen, wo ich hin den Kleber machen kann. Und dann Kleber hinmachen. Das hier draufkleben. Kurz andrücken. Diese Lasche klappe ich jetzt ein bisschen hoch, klappe mir die kleine Lasche hier ein. Wenn ihr merkt, dass die euch hier ein bisschen ansteht, könnt ihr diese Lasche auch noch ein bisschen kürzen. Und wenn ihr euch die dann einklappt und die hier nicht mehr ansteht, dann passt's. Und dann hier noch ein bisschen Kleber drauf machen. Jetzt hatte ich gerade so einen leeren Kleber. Da kam nichts raus und aus dem kommt jetzt ganz viel. Okay, die Klappe eingeklappt lassen und dann einmal flach hin drücken. Und jetzt sollte der Mechanismus schon klappen. Einmal die ganze Karte verschließen. Und wenn ihr die jetzt so auf und zu macht, dann funktioniert es. Also ihr müsst nur ein bisschen vielleicht die Karte ein paar Mal auf und zu machen. Alles nochmal schön nachfalzen, damit das Papier ein bisschen weiß, in welche Richtung das es geht. Welche Lasche hier über welche Lasche geht, das könnt ihr ein bisschen steuern. Und dann habt ihr hier diesen coolen Mechanismus schon mal fertig. Jetzt geht es so ein bisschen an die Deko für innen drin und habe mich jetzt für relativ neutrale Sprüche entschieden. Also einfach nur Glückwunsch aus dem Elegant Floral und Zeit zu feiern für die aus dem Set Hexagone von Herzen. Die beiden hätten diese Bestellnummern, falls ihr die braucht. Als Farben nehme ich einfach die Farben, die ich schon habe, also Anthrazitgrau und vielleicht Blutorange, wobei ich glaube, ich bleibe einfach nur bei den Sprüchen und die ganze Restdeko. Vielleicht nehme ich mir noch dieses wunderbare Werkzeugset dazu, das hat diese Bestellnummer. Da sind halt vielleicht noch ein paar Schrauben oder so, die könnte ich noch draufstempeln, dass wir so ein bisschen was Dekomäßiges noch dazu haben. Sonst sind halt Zweige und Blumen immer ganz schön und da wäre jetzt das vielleicht auch ganz cool. Und das stempel ich mir jetzt einfach so ein bisschen außen rum um mein Papier und auch auf meine Frontseite. Mein Papier hier, das ist dieses weiße Papier, das kommt dann innen rein, das hat das Maß 11,5 x 11,5. Genau. Und hier vorne habe ich mir zwei Formen ausgestanzt. Und zwar sind das die Rechtecke. Das müsste sein, das viertgrößte und das drittgrößte ist dann das weiße aus den Stanzformen Basics mit PEP. Die hätten diese Bestellnummer. Wenn ihr die aber nicht habt, könnt ihr euch einfach Rechtecke ausschneiden. Die sind dann halt nicht bestickt, aber die hätten dann ungefähr die Größe 5 cm. 5 cm mal 5 cm und das größere hat das Maß 5,8 x 5,8. Und diese beiden werde ich mir jetzt ein bisschen bestempeln. Und jetzt kleben wir uns diese Innenseite hier genau in die Mitte rein. Die passt also super hin und dekorieren die Karte noch ein bisschen aus. Und weil die nicht so richtig zu bleibt, habe ich mir gedacht, machen wir noch eine Banderole rum. Und ich mache jetzt einfach mal die Innendeko, aber noch nicht ganz fertig. Also ihr könnt die noch komplett ausdekorieren. Ich mache jetzt nur mal so ein paar Teile halt hin, die ich mir einfach aus dem Designerpapier ausgeschnitten habe. So eine Akkuschrauber mit Abstandsklebepads. Wäre natürlich auch witzig, wenn man da oben so eine Lochplatte hinmachen würde, wie so eine Werkzeugbank. Geht da auch ganz gut hinpassen. Und dann machen wir die Karte mal zu. Wie gesagt, ihr dekoriert euch das ruhig noch mehr aus. Und dann habe ich hier noch für die Banderole zwei Reststreifen genommen. Die sind 1 cm mal ein A4 Papier lang. Ich schaue nochmal sicherheitshalber nach, dass ich euch die richtigen Maße sage.
Also die könnten ungefähr 1 cm mal 25 cm sein. Ich habe jetzt die auf dem A4 einfach auf der Länge geschnitten, aber wenn die ein bisschen kürzer sind, so 25 cm reichen ganz genauso. Und diese Banderole lege ich mir jetzt hier einfach mal außen rum. Das ist so ein bisschen Gefühlssache, es soll nicht zu eng sein, aber auch nicht zu locker. Und kürze mir jetzt dieses Stück auch noch ein kleines bisschen ab. Also wenn ihr es auf 25 geschnitten habt oder so, dann müsste ganz gut passen. Ich habe, wie gesagt, jetzt das Ganze und klebe mir diese Streifen einfach mal einmal aufeinander. Auch hier mache ich wieder diesen bisschen Trick mit dem Finger anlegen, wie weit dieses Abreißklebeband jetzt hier drauf darf. Und dann klappe ich mir das so drauf. Und das mache ich zweimal, das fand ich total cool. Was jetzt hier auch total witzig ist, weil es mir gerade so auffällt, wäre, wenn ihr hier so eine Hosenträgerkarte macht und das als Hosenträger nehmt. Das wäre irgendwie auch eine coole Deko für außen. Und manchmal kommen bei mir so lustige Ideen, wenn man das macht. Also auch hier wieder ein bisschen. Ich kürze mir jetzt auch die Oberseite ein bisschen. Das kommt immer darauf an, wie ich es mir anlege. Ich möchte nur, dass es nicht zu weit hoch geht, weil wenn nachher dann dieses Dreieck drauf ist und ich sehe diese Ränder noch, dann ist es ein bisschen blöd. Also deswegen mache ich mir das Oberteil jetzt hier ein bisschen kürzer. Noch ein kleines Stück. Und lege mir wieder den Finger hin, wie lang der Kleber sein darf. Das ist eigentlich selbsterklärend. Und wieder die Schutzfolie ab und die Banderole rum. Schön gucken, dass es gut aufeinander klebt. Schiebe ich mir das so ein bisschen zusammen. Und da kommt jetzt hier meine beiden Dreiecke drauf. Und die mache ich auch mit Abreißkleber hin. Hoppla, falsch rum. Auch hier ein bisschen gucken, dass dann der Kleber nicht rausschaut irgendwo. Und da könnt ihr es weiter hoch, weiter runter kleben. Das ist ganz Geschmackssache, was ihr haben wollt, wie ihr es haben wollt und wie dann vielleicht hier vorne noch die Deko so drauf kommt. Ich habe mir gedacht, das wäre eine coole Deko, dass ich mir den Schraubenschlüssel noch ein bisschen so oder diese Zange da. Mein Gott, das hat ja bestimmt einen tollen Fachbegriff. Einmal hinkleben und dann eben noch diese Zange mit ein bisschen Abstand oben drüber. Und dann finde ich, ist es nämlich schon eine richtig coole Vorderseite. Ich finde es total schön, wenn diese Banderole so zweigeteilt ist. Wer will, kann noch irgendwelche Glitzersteine oder schwarzen Schmucksteine oder was anderes unterbringen. Das ist auch wieder ganz Geschmackssache euch überlassen. Und dann habt ihr hier eine coole Banderole, die ihr runter machen könnt, damit ist die Karte gut verschlossen. Und wenn ihr es aufmacht, habt ihr hier noch viel Platz für Deko. Ich habe hier noch ein paar Werkzeuge, die könnte ich da noch unterbringen. Also da ist auf jeden Fall zum Beispiel hier. Wenn ihr euch das mal so vorstellt, dann sieht es schon viel cooler aus. Oder eben noch Texte. Das dekoriere ich dann am Ende aus, wenn ich weiß, wer die Karte bekommt. Aber mir ging es heute darum, dass ich euch diesen tollen Mechanismus zeige, wie ihr diese Karte eben ganz gut basteln könnt. Und vielleicht auch die Idee, dass ihr euch das auf jeden Fall auch super als Album werkeln könnt. Noch einmal, macht ruhig diese Banderolen öfter mal rauf und runter, bevor ihr die Karte verschenkt. Ist auch gut, wenn man sie dann nochmal aufmachen muss zum Dekorieren, weil dann ist es schon besser in Form und flutscht leichter. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Karte. Ich hoffe, euch gefällt sie genauso gut wie mir. Dieser coole Mechanismus, der da sich auftut, der ist natürlich voll mein Geschmack. Ich mache diese Karte bei meinem Teamtreffen und ich hoffe, meinen Teammitgliedern gefällt die Karte genauso gut wie mir. Ich bin schon gespannt, was sie sagen werden. So können auch alle Teammitglieder mitbasteln, die vielleicht nicht zum Treffen kommen konnten. Und ja, oder die es einfach nochmal basteln wollen. Von dem her freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Blende euch noch Videos ein zum Weiterschauen für besondere Kartenformen und sag kreativ etwas Neues. Bis bald. Tschüss.